Mit unseren Konfirmandinnen und Konfirmanden haben wir vor einer Woche unsere Jakobskirche erkundet und überlegt, was uns dieses Kirchengebäude und die Einrichtung hier über Gott erzählen und über den Glauben der Menschen, die sie erbaut haben. Unser Taufstein zum Beispiel. Er ist aus Stein gearbeitet, um uns zu zeigen, so fest und verlässlich ist Gott. Er gibt deinem Leben einen festen Grund und sicheren Halt. Die Taufschale und die silberne Taufkanne zeigen uns, du bist wertvoll für Gott. Und die Taufe ist ein kostbares Geschenk für uns, denn durch die Taufe macht uns Gott zu seinen Kindern. Das steht auch auf dem breiten Rand der Taufschale hier. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir Gottes Kinder sollen heißen. Das Wasser in der Kanne ist ein Symbol dafür, dass Gott alles wegwäscht, was uns von ihm trennt und uns gibt, was wir zum Leben brauchen, damit wir wachsen und gedeihen können, so wie die grünen Zweige und die frischen Blumen, mit denen der Taufstein bei einer Taufe geschmückt ist. Durch die Taufe werden wir in eine große Gemeinschaft gestellt, in die Gemeinschaft der christlichen Kirche. Schon über 600 Jahre werden hier in der Jakobskirche Menschen getauft. Zunächst waren es katholische Christen, seit 1525 sind es evangelische. Aber wir alle gehören zusammen als Kinder Gottes. Neben dem Kinderevangelium, dem Taufbefehl und dem individuell ausgewählten Taufspruch wird häufig auch ein Abschnitt aus dem Buch des Propheten Jesaja gelesen, der uns als Wochenspruch für die neue Woche mitgegeben ist. So spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Diese Zusage kann uns ermutigen. Du brauchst keine Angst zu haben, denn Gott, der dich geschaffen und in eine Gemeinschaft gestellt hat, der kennt dich und hat dich lieb. Er ist immer bei dir und immer für dich da. Du gehörst zu ihm. Das wurde Israel bzw. Jakob, wie das Gottesvolk im Alten Testament auch genannt wird, zugesagt. Und wir vertrauen darauf, dass diese Zusage auch uns gilt, als Kirche und als Einzelne. Denn Jesus Christus hat uns durch seinen Tod am Kreuz erlöst und durch die Taufe sind wir mit hineingenommen in die Gemeinschaft der Kinder Gottes. So können wir mutig und zuversichtlich in die neue Woche gehen und uns den Herausforderungen stellen, die da kommen werden.